Willkommen bei Politik und Wirtschaft Extra Talk. Verliert Deutschland ihre Muttersprache? Mininews: FDP will eine zweite Amtssprache in deutschen Behörden etablieren. Man könnte schon fast denken, es ist Chinesisch, jedoch reden sie von Englisch. Das Signal muss sein: Wir sind ein Einwanderungsland, betont Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Ein ominöses 10-Punkte-Programm will die FDP nutzen, um die Zuwanderung von Fachkräften zu erleichtern. Ziel ist es, Zombie-Unternehmen und andere schlecht laufende Firmen zu unterstützen. Der Fachkräftemangel nimmt zu und die bisherige Zuwanderung wird nicht reichen. So zumindest nach Klaus Olbricht. Diese Fachkräfte? Es gibt bereits massive Probleme mit der Schulbildung in Deutschland. Viele Menschen beherrschen jetzt schon die deutsche Sprache nicht richtig. Immer mehr Grundschulkinder in Nordrhein-Westfalen haben Probleme mit Mathematik und Deutsch. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie. Die SPD sieht ein Bildungsdesaster, die Schulministerin ist auch alarmiert. Wo führt das hin, wenn man jetzt ausländische Arbeitskräfte importiert und die deutsche Sprache als Auswahlkriterium nicht mehr gleich wichtig ist? Stell dir vor, du lebst in Deutschland, arbeitest seit Jahren am gleichen Ort und dann kommt jemand, der will dein Mitarbeiter oder vielleicht sogar Vorgesetzter sein, ohne überhaupt Deutsch zu können. Der quatscht dich dann mit Englisch voll. Toll. Was denken Sie über die momentane Situation? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Video liken und teilen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Ihr Extra-Talk-Team.